Und hier bin ich wieder. Und ach so, jetzt ja, war kurz ein kleiner hab mal kurz das Menü nicht schließen können. So, weiter geht's. Dieses Mal in dem Part verlassen wir Rayono City und widmen uns den zwei Routen. Jetzt haben wir die Wahl, es geht hier nach links und nach rechts. Gehen wir erst einmal nach rechts. Denn dort ist noch etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Heute ist der 15. Februar 2012. Bewegung hält fit. Ob du gern trainierst oder nicht, spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Gib das einem Pokémon und dann starten wir durch. Machobans. Was macht denn das? Erklärt uns wahrscheinlich gleich. Die Initiative eines mit einem Machoband ausgerüsteten Pokémon sinkt zwar, doch dafür wird es umso stärker. Das Item mag nicht sonderlich leicht einzusetzen sein, aber es ist, wie es ist. Könnte man ein Pokémon geben, das eine niedrige Initiative hat? Rayono City, sonnig. Route 16, sonnig. Route 15, sonnig. Schwarze Stadt, sonnig. Okay. Was junger Trainer aus Aventia siegt über Camilla, die Arenaleiterin von Rayono City. Yep, das haben wir im letzten Part gemacht. Im Heim der Täuschung liegt Route 16, parkt ein Wohnmobil. Wie lange da es da wohl schon rumsteht? Ja, in dem Heim der Täuschung, da kann man, glaube ich, in der grauen Edition, also in der Special Edition von der Schwarz und Weiß, kann man da, glaube ich, als Genesekt fangen. Könnte sein, ist aber, ja, ist nur meine Vermutung. Ist noch nicht bestätigt worden, aber ich glaube schon. Weil der Ort hat in der Weißen und Schwarzen keine Bedeutung. Also quasi ein leeren Ort, den man noch besiedeln muss mit paar Pokémon. Kraftschub erhöht seine Angriffs- bzw. Spezialangriffskraft. Was, unser EV selber hat schon fast Level 30? Boah, entwickelt sich ja schon fast. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wann wir Affe entwickeln sollen. Ich bin ja so schlau. Ich muss da mal echt mal nachschauen. Ich schreibe das mir nach diesem Let's Play. Ich schreibe es mir am besten jetzt auf. Habe ich hier irgendwo einen Kuli bei mir? Ich suche das später. Also momentan habe ich keinen bei mir dran an meinem Schreibtisch. Hey, neue Musik. Juhu, ich rase mit meinem Fahrrad dem Pokémon-Kampf entgegen. Hier wird doch eigentlich ein Kuli sein. Ich dachte, ich schieße den Schreibtisch. Das soll ich habe keinen Kuli auf meinem Schreibtisch. Das kann doch gar nicht sein. Egal. So, hier ist eine Ente. Ente. Pikolente. Pickelente, sag mal. Das dafür. Was zum Goku hat eine Level 25? Oh je, müssen wir mal trainieren. Denn irgendwann lernt sie auch Gesteinattacken wie Steinhagel, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Attacken Karadonis lernen wird, aber ich schätze schon, dass es Gesteinattacken lernen kann. Zum Beispiel Steinkante oder sowas oder Steinhagel. Schockwelle. Gut. Das war's. Ach, kein Level up. Schade. Cleopatra. Kennen wir noch gar nicht. Ideal für unser Karadonis. Narben fällt auf, was das für eine Weiterentwicklung ist. Es ist die Weiterentwicklung von Felillo. Doppelkick. Bam, bam. So, wieder ein paar EP für Son Goku. Okay, und jetzt gebe ich den EP-Teiler unserem Karadonis. So viel Zeit muss sein. Pokémon, welches Pokémon trägt? Ich glaube, Ephoserp trägt den EP-Teiler, ne? Ups, nicht geben, sondern nehmen. So, welches Item trägt Son Goku? Der müsste, glaube ich, das Item Münzamulett tragen. Ja, tut's auch. Okay, dann gebe ich das Münzamulett einfach Ephoserp. Ne, gebe ich Affe. Affe kriegt das Münzamulett. Und Ephoserp kriegt das, gebe ich wieder die Wundersaat, genau. Okay. Hier geht's nach oben.
Unglaublich, dass es gleich neben der Großstadt so ein ruhiges Plätzchen wie diesen gibt. Ich finde das ganz toll. Komm, lass uns ein Kämpfchen wagen. Finde ich auch. Bei uns, also bei mir in Bayern, da gibt es ja auch München, ne? München kennt jeder von euch. Und da sind auch so riesige Parks in der Stadt. Finde ich auch echt cool gemacht. Also, ja. Nicht immer nur Großstadtgefilme wie in New York. Nein, auch ein paar paar Parke sind hier in München. Ich lebe aber in Augsburg. So, das war's. Erfahrungspunkte. Aber ich glaube, Parks sind in jeder Großstadt. Das ist allgemein so strukturiert an Großstädten. So, hier brauchen wir Zerschneider. Haben wir Zerschneider? Ja, wir haben Zerschneider. Haben wir ein Glück? Und was ist hier für ein Item? Ein Sonderbonbon. Ja, besser als nichts. Okay, hier geht's noch lang. Wir können Caradonis eigentlich Stärke beibringen. Ich werde es zwar später wieder bereuen wie in der gelben Edition, aber ist ja auch egal. Boah, haben ganz schön viele Items mittlerweile, TMs mittlerweile. Nicht schlecht. Zum Stärke gebe ich Son Goku. Welche Attacke ist vergessen? Karate-Schlag oder Doppelkick? Sind ja beide Kampfattacken. Doppelkick trifft zweimal. Hat eine Angriffskraft von 60 zusammengezählt. Ich glaube, ich vergesse Konter. So gut ist die Attacke auch nicht. Ich hätte aber auch Geduld. Geduld wäre, glaube ich, besser gewesen. So, hier geht's rein. Irgendwo. Es geht hier in den Hallen der Täuschung. Der Heimatplatz von Geosekt. Genau. Nach meinem Glauben her. Diesen Pilz. Können wir an einem Pilzsammler verkaufen, dann kriegt man jede Menge Schotter. Ein großer Baumstumpf ist hier umgefallen, okay. Was ist das? Toxipad haben wir noch nicht. Sieht aus wie eine Kellerassel. Ich glaube, das nenne ich Assel. Assel, keine Ahnung. Wenn ich es fange, nenne ich es Assel. Oh, okay. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Aber Caradonis hat ja auch einen hohen Angriffswert. Ein Wohnwagen. Hey du, hast du Geosekt gesehen? In dieser Welt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Wertvorstellungen. Was die einen verabscheuen, kann für die anderen das höchste Glück bedeuten. Gerade diese vielen unterschiedlichen Wertvorstellungen machen meiner Meinung nach das Reichtum unserer Welt aus. Ich liebe es, in der Welt herumzureisen und mit all den verschiedenen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber die Frau in diesem Wohnmobil denkt ganz anders darüber. Sie bevorzugt ein Leben in Stille und Einsamkeit. Und weg ist er. Hast du irgendwas mit Geosekt zu tun? Hallo? Hallo? Er ist weg, okay. Gut, dann treten wir den Wohnwagen einfach. Ganz schön kleiner Wohnwagen. Ja, ist aber auch typisch an Wohnwagen. Die sind ja immer so klein. Die müssen ja möglichst leicht sein. Punkt. Du hast Geosekt gesehen, richtig? Deswegen bist du so erstaunt und sagst nichts. Naja, ich glaube, das werden wir spätestens erst nach dem Release der grauen Edition erfahren. Wow! Was ist das? Baumball! Wolle. Tackle, Stärke. Angriffswert von Sogoku ist schon heftig. Hier könnten wir Kaskade einsetzen, haben wir aber noch nicht. Kriegen wir erst viel, viel später. So, den Busch haben wir schon zerschnitten. Hört sich irgendwie so ein Emo. Ich muss hier meine Haut zerschneiden. Pico Chilla. Haben wir noch nicht. Aber eine Kampfattacke wird's, oder beziehungsweise die Stärke wird's ownen, deswegen wechsle ich zu einem Pokémon, das möglichst wenig abzieht, nämlich Ephoserp. Rankenhieb. Müsste nicht so viel abziehen. Schamebolzen. Okay, jetzt hat man Pech, da unser Ephoserp weiblich ist. Naja, macht nichts.
Ich schmeiß jetzt mal einen Ball, das müsste schon geschwächt genug sein. Wen sollen wir denn mit dem Hyperball? Was, wir haben 11 Hyperbälle? Krass, wann habe ich die denn eingekauft oder haben wir die geschenkt bekommen? Ich schmeiß aber trotzdem meinen Pokéball. Den müssen wir ja loswerden. Hyperbälle heben uns für später auf, wenn stärkere Pokémon auftauchen. Und? Klick. Pikachu, wie nenne ich's? Ich nenn's. Ja gut, ich habe ja ein Shiny gefangen in meiner weißen. Habe ich auf Level 100 trainiert und entwickelt zu Chillabell, deswegen nenne ich's. Moment, sie seht's das gleich. Muss ich dauert noch ein kleines bisschen. Das mal ist ein bisschen kitschig. Chili! Ist das ein Herzchen? Ich weiß gar nicht. Sieht für mich wie ein Herzchen aus, aber egal. Und hier ist noch ein Pico Chiller. Yo! Yo, chill mal ein bisschen. Geh mal ein bisschen runter, ja? Ach, scheiß auf chillen! Bam! One-Hit-Kill! Kampf gegen normal. Oh, wir haben schon 11 Minuten an der Route verschwendet. Ich suche nach Orten, die in keinem Reiseführer stehen. Welcher Ort steht in keinem Reiseführer? Der Ort Kirkzirchen. Mit dem Pronomen Kirkzirchen irgendwo drin stehen würde. Er steht in einem Wörterbuch drin. Verdammt! Zurkex, Unlicht, Kampf gegen Kampf. Kampf ist gegen Unlicht, sehr effektiv. Und das ist dein Untergang, Zurkex. Yo, das ist dein Untergang, Alter! Könnte man so einen Rap-Song machen? Das ist dein Untergang, ey! Hört sich an wie massiv irgendwie. So, der Felsen wird ins Loch bewegt. Nichts Falsches denken dabei. Hier ist noch eine Trainerin, oder? Ja, es sieht für mich wie eine Trainerin aus. Solange nur die Straßen verbunden sind, kommt man überall hin. Und stellen sich einem Gegner einen in den Weg, muss man ihnen mutig entgegentreten. Wo ich zum ersten Mal die schwarze bzw. die weiße hier, also weiße habe ich zum ersten Mal gespielt, da habe ich gar nicht habe ich die Städte gar nicht so richtig erkundet und habe nie Stärke gefunden. Da habe ich die Stärke erst gefunden, nachdem ich im Wiki nachgeschaut habe. Ne? Da steht da so Stärke. Wunderort Rayono City. Da habe ich mir gedacht, what? Rayono City? Und Stärke? Habe ich nachgeschaut in Rayono City und dann hat man die Stärke bekommen. Und das kommt davon, weil ich nicht mir die Stadt genau angeschaut habe. Also es ist immer von Vorteil, sich die Städte hundertprozentig anzuschauen, um die ganzen Items und TMs zu einzukassieren. Ach, Schutzschild, das bringt doch nichts. Oder bringt es was? Das ist nur eine Verzögerung. Du verschwendest meine Lebenszeit. Hier, bitteschön. Ja, dieses Let's Play wird jetzt 5 Sekunden länger. Nein! Ah, ein Doppelkampf. Habe ich gar nicht gemerkt, dass das so ein dunkles Gras ist. Und was haben wir hier? Molly Morba. Kann man nur in der Schwarzen fangen. Es ist vom Typ her Psycho. Wird später zu... Boah, wie heißt denn das? Mir fallen dir die Namen ein. Irgendein starkes. Mehr müsst ihr nicht wissen. Habe ich auch in der Schwarzen in meinem Team. Die Weiterentwicklung von Molly Morba, beziehungsweise... Das kann sich zweimal entwickeln. So, das war's. Scheiße, wir hätten es fangen können. Ach, egal. Wenn wir es mal gehen, dann fange ich es einfach. Also, ach, so weit bin ich jetzt nicht, alle Pokémon zu fangen. Ich fange nur die auftauchen und die wir noch nicht haben. Oh, Psystrahl. Scheiße, ist sehr effektiv. Naja, macht nichts. Stärke und das müsste dein Untergang sein. Ach, ich hätte den Ball schmeißen können. Naja, was soll's. Wer zu schnell ist, büßt dafür. Aber in jedem Fall hat es Molly Morba dafür gebüßt, weil ich angegriffen habe. Was ist hier? Gegenstoß, TM 66, eine Unlichtattacke. Und was ist hier? Ah, hier ist auch noch ein Item. Pico Chilla! Yo, chill doch mal. Ich mache jetzt dieses Pico Chilla zu Moose. ja. Und die Hälfte des Parts ist schon um. Nein, warte mal, 5 Sekunden länger. 5 Sekunden! Darauf lege ich schon Wert drauf. Ach Mensch.
Was ist denn jetzt los? Unratutox. Unratutox. Haben wir noch nicht. Karateschlag. Wenn es überlebt, schmeiß ich den Ball. Ich glaube eher nicht. Wuss! Kampfattacken sind gegen Gift nicht so effektiv. Das wusste ich gar nicht. Na gut, dann muss ich den Angriff verstärken. Also stärkere Angriffe machen, sage ich mal. So, noch einmal Karateschlag. Duplex Hieb. Ja, komm. Gut, nur zweimal. Diesen Karateschlag wirst du leben und überleben. Und wenn es ein Volltreffer ist, dann... Okay, es war kein Volltreffer, aber es ist trotzdem draufgegangen. Naja, ist auch egal. Wenn ich nochmal ins Begegne, dann schauen wir mal, was wir machen können. Und Picochella und Cleopatra. Haben wir nur das Picochella? Soll ich Cleopatra fangen? Ja, warum nicht? Ich versuch's einfach mal. Aber zuerst muss ich den Picochella loswerden. Oder weiß gar nicht, was es für ein Tier sein sollte. Sieht für mich wie ein Hase aus, irgendwie. Hase mit so... weiß nicht. Es kann sein, dass es ein Tier gibt, das so aussieht wie Picochella oder so ungefähr. Ah, es brennt. Es wird unsere Erfahrungschance erhöhen. Ne, ich kenne ja nicht alle Tiere, ne? Es gibt ja bestimmt irgendwelche Spezialtiere, die niemand kennt. Zum Beispiel ein riesiges Meerschweinchen oder sowas. So als Beispiel kennt ja niemand, ne? Also niemand weiß ja, dass es diesen Meerschweinchen gibt. Hey, geil, wir haben sowas. Oder? Wie nehme ich denn? Erstmal den Pokédex-Eintrag vorlesen. Cleopatra, Gefühlskälte. Unlicht, Größe 1,1 Meter. Gewicht 37,5 Kilogramm. Ich würde so sagen, so schwer wie ein Dritt-, Viertklässler. Und nur 1,1 Meter ist groß, also muss ganz schön schwer sein für seine Verhältnisse. Kommt und geht, wann es will. Sein reizendes Aussehen und Fell ziehen Trainer in Scharen an. Ich weiß auch schon, wie ich es nennen werde. Ich nenne es nach der Katze meiner Oma. Die ist leider 2009 gestorben. Aber die wurde ganz schön alt. Und die widme ich jetzt in meinem Let's Play. Gibt es hier irgendein Kreuzzeichen? So ein Rest in Peace Zeichen, ihr wisst schon. Nee, leider nichts. Naja, ist ja auch Pokémon. Okay. Ich nenne es Lucky. Lucky Luke, haha. Gut, hier geht's noch weiter. Er schlägt mich noch nicht so. Mein Herz. Auf meinem Rad fahre ich durch den Wind. Dem Sieg mit meinem Pokémon entgegen. Ja, gib mir dein Fahrrad. Nein, warte, wir haben schon eins. Leslie. Und er hat Rollum. Rollum. Mist, mit unserem Kampf-Pokémon kommen wir da schwer weiter. Und wir haben auch kein Psycho-Pokémon, das effektiv gegen Gift wäre. Deswegen nehme ich Zebritz. Rollum ist ja auch vom Typ der Käfer. Und Zebritz kann ja eine Feuerattacke. Deswegen kommt jetzt Zebritz zum Einsatz. Und dieser Schutzschild nervt sich. Ich verlängere den Part wieder um 5 Sekunden. Also wegen Schutzschild verlängere ich den Part um 5 Sekunden. Also jetzt haben wir schon 10 Sekunden. Ja, wie in der Schule, kennen wahrscheinlich manche von euch, oder falls eure Lehrer sowas haben, dass wenn einer laut ist, bei uns war das zumindest so, wenn einer laut ist, dann wird die Zeit, die die Lehrerin oder der Lehrer nicht unterrichten kann, wird später hinten angehängt, quasi, ne? Und das muss man dann als, und das musste bei uns dann als Nachsitzen gezählt werden, quasi als kleines Nachsitzen. Fand ich schon damals bescheuert von den Lehrern. So, Level 29, und ihr merkt, ich rede wieder am laufenden Bach, wir kommen ja auf Bach, wahrscheinlich wegen Wasserfall. Ich rede wie ein Wasserfall, wollte ich damit sagen, aber dann bin ich auf Bach gekommen. Lol. So, Nitro-Ladung schon wieder. Das wird ihn leider nicht killen. Wer Step würde es ihn vielleicht killen? Giftschweif. Die Attacke konnte nur Fipitis, soweit ich weiß, vor der 5. So, diese Attacke wird es nicht überleben. Und tschüss. Ja, Initiative wird erhöht, aber das bringt es doch gar nicht mehr. Na egal. Leslie ist DOWN.
Und, was ist hier? In diese Richtung Wunderbrücke. Eine Brücke voller Wunder. An der Brücke wurde gerade Wartungsarbeiten vorgenommen. An der Wunderbrücke werden gerade Wartungsarbeiten vorgenommen. Oh Mann. Seid ihr Zwillinge, ihr redet genau das gleiche und ihr seht genau aus. Naja. Gut, ich glaube, diese Route hätten wir. Warum verwenden wir das Fahrrad eigentlich nicht, ne? Kennt man ja so selten. Fahrrad. Ich muss unbedingt mal schauen, wo Select ist. Fahrrad hier. Ein fahrendes Rad. Hey Leute, ich fahre in einem Gebäude mit einem Fahrrad. Mann, bin ich cool. So, vor der, in der vierten und dritten gab es ja so, dass man zwei Fahrräder hat. In dieser Generation hat man nur ein Fahrrad und die ist Sharon. Wir haben beide den Voltorden, doch wer von uns ist stärker? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Nein! Diese Rivalen sind vielleicht nervig. In der ersten war der Rivale Gary oder Blau auch genannt am coolsten. Aber ja heute war ab der ich würde sagen, ab der dritten haben die richtig angefangen zu nerven, die Rivalen. In der zweiten waren die auch noch, war der Rivale auch noch cool, der war damals Silber. Ja, Silber hieß damals der Rivale, genau. Und seit der dritten nerven einfach die Rivalen nur noch. So, tschüss. Level 28. Navitop. Ja, das ist wieder das Social-Goa-Dings da, Weichentwicklung. Da hilft nur ein Zebritz. Unser vergiftetes Zebritz, wenn ihr es genau wissen wollt. Schockwelle. Ach komm! Ja okay, Scanner kann man hier einsetzen, aber den Part verlängere ich wieder um 5 Sekunden, weil das wieder eine Schutzattacke war. Okay, habe ich ein Item zum Healen? Ich habe einen Hypertrank nur. Sogar 3 habe ich. Naja, das ist das Einzige, was ich momentan habe, aber wir haben ja keine andere Wahl, sonst geht Zebritz den Bach unter. Ach, jetzt zeige ich auch noch die Vergiftung. Habe ich Gegengift? Ja, habe ich, sehr schön. So, Gegengift. Wir hätten auch ins Pokémon Center gehen können, da hätte ich mir die Arbeit ersparen können, naja, was soll's. Ich konnte ja nicht wissen, dass da dieser nervige Sharon auftaucht. Ne? So, Schockwelle. Ja, ist ein One-Hit-Kill. Nee, die Mack, das ist der Wasser, Pflanzenaffe. Ich lasse es noch draußen, wegen einer Feuerattacke. Aber zuerst will ich es paralysieren, das wäre sicher. Es trägt bestimmt wieder eine Beere. Sharon gibt ja immer seinen Pokémon Bären, weil er so ein Freak ist. Samenbomben. Okay, ich muss es wieder heilen, oh mein Gott. Das ist die größte Verschwendung an Hypertränken ever. Ja, der Hypertrank hat nämlich maximal 200 KP. Aber unseres hat gerade nur 50 KP Schaden gehabt. Es hätte auch ein Supertrank heilen können, also. Ja, und Hypertränke sind bekanntlich doppelt so teuer wie Supertränke. Und ja, das ist eine Verschwendung und es hat die Nitrolase überlebt. Jetzt könnte man es super fangen, wenn es wild wäre, aber es gehört leider dem Sharon. Und es heilt sich mit Egelsamen. Das ekelt mich an, verstehst du? Nitroladung und ich pausiere mal kurz. Weiter geht's. So, das war's. Vergucke, jetzt kommt sein Starter-Pokémon. Da holen wir unseren Affen jetzt raus. So, Rodamak. Verkuckeln! Jetzt will ich verkuckeln, was? Aber wir verkuckeln ihn erstmal mit Siedewasser. So. Es überlebt die Attacke, wundert mich nicht. Es hat sehr viele KP, glaube ich. Ja, ist ja auch ein Schwein. Dicke Pokémon haben bekanntlich eine Menge KP. Also Relaxa hat sehr viele KP zum Beispiel, oder Haytyra ist ja nicht besonders dick, aber es hat viele KP, am meisten KP aller Pokémon übrigens.
So, jetzt hat Siedewasser und das ist dein Untergang hier, Alter. So, tschüss, jetzt heilen wir unseren Pokémon. Und Switcherin ist besiegt. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Weil deine Brille immer angeschlagen ist. Ihr beide seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los gehen wir. Ich will aber zuerst die anderen Trainer hier besiegen. Oh, Camilla, es ist mir eine Freude. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Einer-Region. Der Champ? Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Ich heiße Lauro, ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einer. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern bin hier auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einer erkennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Aventia, ich heiße Cherin. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Sehr gut. Das Ziel, seine Reise zu kennen, ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Das ist als Zielsetzung wohl genug. Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Was ist das Ziel, das ich verfolge? Was verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier? Dann versteht sie. Ach verdammt, sie haben mich vertippt. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hier, zwei, kommt mal kurz her. Alles klar, aber zuerst. Cherin hat die Pokémon von Kevin wieder fit gemacht. Und los geht's. Doppelkampf. Ach, gegen zwei Kiddies. Was erlaubt sich der Champion? Echt toller Champion. Okay, Terry Bug und Terry Bug. Okay, ja, Chen hat sein Cleopatra draußen und wir und sein Son Goku. So, momentan ist unser Son Goku draußen. Das Cleopatra können wir nicht verwenden, das gehört Cherin. Und es setzt Mogelieb gegen das Pokémon, das wir jetzt gerade angreifen. Das ist der Nachteil an Doppelkämpfen. Man kann nicht bestimmen, welches Pokémon das Team einsetzen soll, also das zweite Teammitglied, sagen wir so. Nee, ist aber nicht so schlimm. So, zwei gegen einen, voll fair, ne? Eine Katze und ein Kämpfer gegen einen Hund. Wer wird wohl gewinnen? Erstmal zertriert der Kämpfer mit seinem Doppelkick den Terry Bark. Und die Katze verfolgt ihn und macht ihn platt. Und Level 29, Son Goku ist das Level unserer Pokémon, ist unser anderen Teammitglieder und lernt Durchbruch. Boah. Mal schauen. Durchbruch hat eine Stärke von 75 und Karate-Schlag von 50. Gut, auf Karate-Schlag mögen zwar Volltreffer drauf sein, aber Durchbruch zerstört Schutzschilde. Das ist ein riesiger Vorteil. Damit können wir Reflektor und Lichtschild und sowas zerstören. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diesen beiden, denen es genügt, einfach nur mit ihrem Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, die es... Was? Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist es vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke. Es ist nicht mehr weit. Und ich möchte vielleicht gegen die ganzen Trainer auf dieser Route kämpfen. Ist euch das schon mal in den Sinn gekommen? Der Champ ist der Stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Okay. Heilen wir erstmal unsere Pokémon.
Und jetzt ist schon wieder ein Part abgelaufen, offiziell eigentlich. Wie immer müssen wir hier länger machen. Irgendwie ist es bei Schwarzen immer so, dass ich hier ein bisschen länger machen muss. Aber das ist nicht so schlimm. Im nächsten Part ist Stadterkundung. Und ja, vielleicht auch noch Tiefkühlcontainer. Mal schauen, wie es im nächsten Part so ergibt. Ach, ich hab wieder vergessen zu speeden. Oh, verdammt, zu weit gelatscht. Ich weiß, es gibt ein Fahrrad. Warum setze ich es nicht ein? Kevin, benutze deine Cleverness. So. Bam, bam. Haben wir, warte. Da ist doch noch so ein alter Fuzzi. Haben wir den schon angesprochen? Ich frage mich gerade, wer schreibt eigentlich diese Nachrichten? Auf den Leuchtschrank läuft Leuchtschriftanzeigetafeln. Oh Gott. Schweres Wort. Auf Route 5 versammelt sich gerne jede Menge Straßenkünstler. Abendbrot, ja, Abendbrot. Moment. Ist das im Mülleimer? Ist das im Mülleimer? Nein, okay. Route 5, Heimat der Straßenkünstler. Meine Pokémon helfen mir sonst immer beim Brotbacken. Heute helfen sie beim Kampf. Nun gut, eine Bäckerin. Mit einem Grillmack. 21, Ja, wir hätten noch so nochmal verwenden können, aber ich habe jetzt keine Lust zu wechseln. Testen wir Durchbruch. Und bam! Ich finde so geil, die Attacke. Bam! Hier ist Affe Numero 2, Scootermack, der Affen, der Wasseraffe. Infoserp. Grasmixer. Boom. Und hier ist der Feueraffe, war ja zu erwarten. Ne, sie hat alle drei Affen. Auf Deutsch gesagt. Auf Deutsch gesagt! So, Affe! Zeige mir, was du kannst und greife dieses rechte Pokémon an! Siedewasser. Moment mal, was mache ich da eigentlich? Okay, ich habe nicht nachgedacht, aber ist auch egal. Dann killt der Wasser eben den Pflanzenaffen. Habe ich mal ganz kurz mein Hirn abgeschaltet und habe ein Wasser-Pokémon mit einer Pflanzen-Pokémon mit einer Wasser-Armee. Blüffen. Oh, dieser Kampf war mein Geschmack. So, was backst du denn da? Hallo, ich bin nur eine einfache Magd. Ich suche wohlgeschmeckende Zutaten, die den Gaumen meiner Herren erfreuen können. Also irgendwas in diesem Beutel riecht aber wirklich sehr gut. Kann ich mal sehen, was genau in dem Beutel so richtig gut riecht? Ich glaube, dass sie will die Pilze haben, ne? Mal schauen, ob sie die Pilze mag. Oh, was für ein Duft! Das ist tatsächlich dieselbe Zutat, Riesenpilz, unglaublich! Ich gebe dir 5... Was? Boah, so viel wie ein Nugget, nur für einen Pilz. Krass. Okay, dann geben wir dir einfach unsere ganzen Pilze. Hätten wir die normal verkauft, hätten wir nur so 150 bekommen, aber die verkaufst du für uns für 5000. Boah. Okay, hier ist ein Mini-Pilz. Wir haben sogar zwei davon. Für den kriegt man 500. Nicht so viel wie ein Riesenpilz, aber ist auch egal. So, hier noch Mini-Pilz. Okay, jetzt haben wir unsere Pilze los. Also falls wir Pilze finden, können wir die hier gegen Geld eintauschen. Sehr cool. Siehst du diese riesige Tasche? Was glaubst du, was da drin ist? Was weiß ich? Deine Pokebälle? Oh, dein Pokéball? Somnia. Irgendwie mag ich Somnia, keine Ahnung. So, ich wechsle lieber gegen ein Psycho-Pokémon mit einem Kampf zu kämpfen, ist meistens nicht eine kluge Sache. Ich brauche eine Unlicht-Attacke und die Unlicht-Attacke kann Affe.
Ach, du langweilst, mein Affen. Es schläft sogar schon. Siehst du, haben wir einen Aufwecker? Nein, aber eine Maronenbeere. Besser als nichts. Wach auf! Du musst noch die Welt retten. Ah, oh, das tat weh. Biss! Bäm! Zen, Kopfstoß! For the Zen Master! Thank you for the glory, Zen Master! So, down! Das einzige, ja. Ist egal. Hier ist ein Item. Item! Muss Item sammeln! Es ist ein Superball. Warum gehen wir eigentlich hier, nicht hier durch? Hier ist... Ich wollte schon sagen, kein Gras, aber hier ist Gras, lol. Oh yeah! Gib mir mal mehr Gras, Alter! Okay, zertreten wir dieses Pico-Chilla. Bam, bam! Und tschüss. Och Mensch, hier ist Gras, das sieht man gar nicht. Unrat Hutox. Ich sag immer Unrat Hutox, obwohl das Unrat Hutox heißt. Früher, ganz früher, wo ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, habe ich es Unrat Hutox genannt. Also wieder andersrum. Doppelkick. Ich will es fangen, deswegen. Ich glaube, es überlebt den Doppelkick. Ja, tut's auch. Aber nochmal will ich keine Kampfdacke einsetzen. Durchbruch ist ein bisschen zu stark. Okay, wir haben. Ich schmeiß mal wieder einen Pokéball, die müssen wir ja loswerden, habe ich ja vorher schon gesagt. Pokéball! Und? Einmal? Nur einmal! Ey, das war ja ein hässlich dekorierter Pokéball da drin. War da überhaupt ein Haus drin? Ich weiß ja gar nicht. So, hier. Okay, aber hier ist eine Villa für dich drin. Willst du in der Villa leben oder nicht? Ich gebe dir ein neues Zuhause, doch viel besser als diese Wildnis hier, wo du da rumstreifst, oder? Ja, es stimmt mir zu. Oh Gott, wie nenne ich es jetzt? Vorhin habe ich ja einen Namen gesagt, ne? Ne, habe ich nicht. Oh. Boah, wie nenne ich es jetzt? Okay, ich habe einen Namen, der ist aber nicht besonders einflussreich. Der genialste Name ever. Müllsack! Sieht auch so aus. Unsere Begegnung ist nicht weniger Werk des Schicksals als der Wind in deinem Gesicht oder ein Ab. Abrupter Sinneswandel. Was redet der da? Bist du ein verdammter Priester oder was? Nee, Brauner. Okay. Ihr wisst, was zu tun ist. Kennen wir ja aus der der Kampfarena. Oder wie die heißt. Ja. Megasauger. One Kill und fertig. Hoffentlich wird es ein Level Up. Ich glaube nämlich, dass sich Efusep mit Level 30 entwickelt. Ist aber nur ein Glauben. Wieder, ne? Mhm. Molly Marble und Unrat Hutox. Okay, dann versuche ich mal Molly Marble zu kaugen. Erstmal mache ich den Müllsack fertig. ja, ich probiere es mal mit Zielwasser auf Molly Marble, damit es geschwächt ist. Die Stärke wird der Müllsack nicht überleben. Was? Okay, es hat überlebt. So, bei Doppelkämpfen ist es so, dass man ein Pokémon entfernen muss, damit man das andere fangen kann. Also man kann nicht beide Pokémon fangen. Man muss eins zuvor besiegen, damit man bei Doppelkämpfen Pokémon fangen kann. Okay, dann mache ich jetzt anders. So. Ah, nee, das kann ich auch so machen. Stärke auf Unrat Hutox und Kraftschub auf Affe.
ne, damit der Affe nicht nochmal angreift. Da, 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 da. Ziehstrahl! Ja, okay, jetzt fange ich mal wieder mit dem Pokéball schmeißen. Gut, es wird bestimmt ausfliehen, habe ich im Gefühl. Ja, was habe ich gesagt? Ziehstrahl! Boah, okay. Nein, 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 oh, ich habe mich vertippt. Ich wollte wechseln zu Zebritz und Donnerwelle verwenden. Ach, egal. Gott verdammt! Ah, okay, hier ist es ja wieder. Es ist wieder aufgetaucht. Juhu! Schnüffler. Hat den EP-Teiler erschnüffelt. Okay, jetzt aber Zebritz. Da 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 da. Duplex Heap, Duplex Heap, Duplex Heap. Das reicht aber viermal recht eh schon. Schockwelle. Ich bin der Zuversicht, dass die Attacke surviven wird. I will survive. Yes, it will survive. Ach, ich hab's zum Weinen gebracht. Seht euch das an. So, ey, dann leben wir es noch. Status-Effekte sind meistens sehr gut. Ich hab's damit zum Weinen gebracht, seht ihr das? Spezialverteidigung sinkt, oh Mann. Pokéball. Dann haben wir nur noch einen. Verdammt. Item-Sperre. Wie Item-Sperre? Kann man keine Bälle mehr verwenden oder was? Ja doch, geht noch. Anscheinend kann man da keine High-Items mehr nehmen. Oh, geil, das war der letzte Pokéball, jetzt können wir andere Bälle verwenden. Welche verwenden wir denn jetzt? Nein, kein KP, AP-Erholung, sondern Flottball, Hyperball. Ich nehme mal einen Superball. Der wird es auch schaffen. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, also geht doch. Ich habe einen Spitznamen. Molly Morber. Glotz. Verdammt. Ich habe mich wieder vertippt. Ich nenne es ganz einfach. Moment. Ganz, ganz leichter Name. Es heißt ja Molly Morber, deswegen nenne ich es Molly. Okay, hier ist noch ein verstecktes Item. Nee. Doppelkampf. Ja. Positiv denken. Einfach positiv denken. Wir können trainieren. Durchbruch auf Pico, Chiller und bis auf Molly. Bam. Und schon wieder mal ein Dreiviertel-Part. Ich will gar nicht so lange Parts machen, aber ich komme immer dazu, lange Parts zu machen. Verdammt, ich will das auch nicht. Das ist alles unabsichtlich, dass das eine Dreiviertelstunde dauert. Ernsthaft jetzt. Ich will nur ein bisschen schaffen, so, also. Ja, so viel schaffen, wie dass man halt so in eine. Ich will es halt in eine Station einteilen, ne? Erste Station war. Die letzte Station war zum Beispiel Arena-Leiter fertig und so, ne? Also jetzt immer Ziele vor dem Part. Und dieses Ziel war eigentlich, diese zwei Routen zu schaffen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es eine Dreiviertelstunde dauert. Wundert mich schon, wir haben ja schon eine Viertelstunde für die erste Route gebraucht. Dann noch 10 Minuten Gequatsche von Cherry und so. Und jetzt dauert diese Party wieder eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar länger. Überlebe. Okay, es gibt keinen Keks heute. Also gut. Son Goku und Affe sind down, deswegen Infosap. Mega sauber. Okay, Infosap hat Level 30, habe ich gar nicht gemerkt. Also entwickelt sich nicht mit Level 30. Anscheinend doch mit Level 32 oder 36. Und tschüss.
Doch, jetzt aber. Zum Glück können wir da runterspringen. Ja, hier ist noch ein Item. Ach, verdammt, ein Zaun. Wer hat den denn da hingestellt? Wir umgeben wir einfach den Zaun, obwohl wir auch einfach drüber springen können hätten. Ja. Und hier ist der Überdrang, den wir vorhin verschwendet haben. Okay, ich muss jetzt die Pokémon so anordnen, weil Gary ist jetzt an erster Stelle. Also unsere Pokéslave. Dann tausche ich Gary mit Overzap und das müsste so passen. Hey Clown! Ich zeige dir, welche Techniken meine Pokémon schon gemeistert haben. Und dieser Part dauert auch wieder sehr lange. Ich glaube, ich soll mir die Ziele kleiner setzen. Rollum. In der gelben, da konnte man sich die Ziele leichter setzen. Da hat man einmal Starterkundung gemacht, ne, und so. Oder einmal Route, ein Teil von der Route. Aber jetzt dauert es voll lange. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Kann doch sein, dass es an den Kämpfen liegt, dass die Kämpfe langsamer gestaltet sind. Und wieder ein 5 Sekunden längerer Part. Es sind schon 20 Sekunden länger, obwohl der Part eh schon mittlerweile 16,5 Minuten länger ist. Und wieder kurz vorm Draufgehen hat es überlebt. Okay, Ruckzuckieb und weg damit. Ich will dich nicht mehr sehen. Gehst mir auf die Nerven. Auf den Senkel. Ach, er oder sie hat noch eins. Oh Mann, okay, ja. Casper. Da gibt's noch ein Lied von Casper, es heißt, boah, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Mann, mir fällt nie was ein, wenn ich jetzt playen will. Oder tue. Ja, nein, das nehme ich jetzt nicht so hin. Ich denke jetzt drüber nach, was für ein Lied das heißt. Liegt mir auf der Zunge. Wie heißt das Lied von Casper? Dieses, ne, das berühmteste Lied, das was auf YouTube so 2 Millionen Aufrufe hat. Oh Gott. Hier ist ein Hippie. Hi Hippie. Yo, meine Melodie schallt in den Welt hinaus. Yeah. Meine Pokémon sind allen im Kampf voraus, ey. Sagen Hippies, ey. Egal. So, eine Herausforderung von Hippie Felix. Hä, Elit Silber. Verdammt, wie heißt das Lied von Casper? Irgendwas. So perfekt! Jetzt habe ich. Es heißt so perfekt! Haha! Also, geht doch, wenn ich nachdenke, finde ich es heraus. Und es hat schon wieder die Attacke knapp überlebt. So, tschüss. Du hast ausgeelizebart. Armes Elitzeber. Was jetzt noch eins? Was will ein Elitzeber mit Zebras? Ja, okay, weil sie gestreift sind, vielleicht. Die Hippies, die nehmen ja immer solche bunten Farben oder sowas. Möglichst viele Farben. Das ist nur mein Gedanke, glaube ich, oder meine Vermutung. Rankenhieb. Rankenhieb. Okay. So, das war's. Hippie ist down. Wie viel Kohle kriegst du denn? Kriege ich denn, meine ich? Im Kampf ist es eben mir klar geworden, ey. Du bist unschlagbar. Ich gebe dir das hier. E-Gitarre. Ja, E-Gitarre. Boah, ich krass. Ich freue mich nicht. Ein Dreher und ich bin dran. Noch ein Dreher und du bist dran. Oh Mann. Und jetzt dauert den Part schon mittlerweile 50 Minuten. Hätte man das mir gesagt, bevor ich angefangen habe, den Part zu drehen, hätte ich gelacht. Weil ich nie gedacht hätte, dass es so wäre. Okay. Beide Pokémon von uns haben eine Statusveränderung. Nämlich Paralyse. Ich habe jetzt keine Lust zu wechseln. Slam. Warte, wir haben ja einen Beleber. Autsch! So, jetzt wird zwar geohnt, aber ist mir egal.
Infosep verdient den Tod. Du hast den Tod verdient, mein Sohn. So, Zebritz, Schockwelle. Auf Zebritz kann ich mich bis jetzt immer verlassen. Das war's, Zebritz ist down. Quatsch, Flamivion ist down. Flamivion schon wieder. Sein letztes Pokémon. Einmal noch und dann hätten wir es. Schockwelle! Boots! Okay, der Dancer ist down. Pokémon und Straßenkünstler haben es total drauf. Straßenkünstler sind eine der Attraktionen auf Route 5. Und es müsste der letzte Trainer sein. Ey Trainer, erlaube mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Normalerweise haben Künstler immer so dieses Pokémon. Fängt mit F an. Nein, nicht so ein Volara, sondern es kann Attacken übernehmen. Die einzige Attacke, die es kann, heißt Nachahmer und es kann die Attacke für immer kopieren. Aber mir fällt der Name ein, ist ein Pokémon aus der zweiten Generation. Ne, jetzt müsst es. Ich glaube, ihr müsst es kennen. Also ich weiß, kann den Namen nicht sagen, aber ihr müsst es mir schon mittlerweile mit meinen Erklärungen kennen. Oh Gott. Ja, das Gift Schockwelle. Okay, tschüss. Zebritz. Affe. Ich glaube ehrlich, Affe. Setz deine Bissattacke ein. Biss! Es ist zurückgeschreckt. Nochmal. Level up, bitte level up. Sehr schön, level up für Affe. Und leider keine neue Attacke, aber egal. Haben wir jetzt die Route? Sieht danach so aus. Gut, dann heal ich noch die Pokémon. Ich glaube, das pausiere ich schnell. Bis gleich. Dann sehen wir uns mit gehaltenen Pokémon gleich wieder. Und ja. Kevin ist back in the house. Und sowas. Hier entlang. Zeit anzurufen. Tod. Hallo. Ich bin's. Lass die Zugbrücke herunter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Wow, cool. Die Brücke senkt sich. Und hier ist der Mond. Bam. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Echt? In welchem Film arbeitest du denn? Revenge of Lesbian, der Innenleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Jo, tschüss. Ich bin ein Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Oh, endlich ist er weg. Okay, dann überqueren wir mal die Brücke. Maria Zugbrücke. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man in einem Vogel-Pokémon mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Das will ich sehen. Boah, echt geil gemacht, die Brücke. Da ist was! Okay, das ist das Pokémon. Picolente. Okay, fange ich es einfach mal. Double Kick. Einmal geht noch. Daunenregen senkt die Initiative, oder? Gut,
Senkt die Initiative? Oder senkt den Angriff? Er senkt den Angriff. Okay, dann können wir das ganz sicher nochmal verwenden. Er war's. So, jetzt aber. Ich benutze mal den Hyperball. Bam, bam. Gotcha! Picolente, Wasservogel. Wasserflug, Größe 50 cm, Gewicht 5,5 kg. Es schwimmt das Gewässer auf der Suche nach Torfmoos, seiner Leibspeise ab. Ein talentierter Taucher. Ich habe einen Namen. Moment, muss schauen. Ja, passt. Das kann jetzt ein kleines bisschen dauern. Ach, verdammt. Donald Duck. Die Zugbrücke wird hochgezogen, um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen. Und ich pause hier mal kurz. Um Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen und anschließend wieder herabgelassen. Da Turner den hiesigen Schiffsverkehr kontrolliert, obliegt es auch ihm, über das Heben und Senken der Zugbrücke zu befinden. Flingfeer! Damit können wir die FP eines Pokémon erhöhen. Die Fleißpunkte. Wo ist denn sie? Flingfeder, Flingfeder! Hier, es gibt nur ein Federfossil. Flingfeder, wo ist die? Feuerstein. Die sind nicht alle alphabetisch sortiert. Ah, hier ist er, okay. Was braucht eine Initiativ mehr? Ja, Fibritz. Ach, wir haben ja noch Zink und so. Naja, egal, das geben wir später unserem Pokémon. Nein! Noch eine Flingfeder. Immer her mit den Federn. Habe ich wieder Zebes gegeben. Nein! Wo? 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 Hallo? Wo? Ach, egal. Ah, hier war's. Abwehrfehler. Erhöht die Verteidigung. Was braucht denn hohe Verteidigung? Nein, Fahrrad nicht. Abwehrfehler. Scheiße. Son Goku. Okay. Für mich steht Maria City für den verliebten Mann und Tiefkühlcontainer. Wutz. Und wir sind in Maria City angekommen. Ich gehe noch schnell ins Pokémon Center. Oh ne, ich glaube, ich mache hier Schluss. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dieser Part hat keine Stunde gedauert, seht ihr? Dieser Part dauert gerade mal 59 Minuten und 10 Sekunden. Also bis dann, Servus.